Spaß beim Handball. Mit Distelhäuser alkoholfrei. Und zu Hause wartet das Neue. Distelhell. Hellauf begeistert. Ja, wir hatten eine gute Trainingswoche. Wir hatten ja ein paar Tage frei in der letzten Woche und konnten so mit frischer Energie in die Woche gehen. Und bin bisher zufrieden mit der Trainingswoche. Ja, nach einem Sieg lässt sich da natürlich immer etwas besser arbeiten und da geht man natürlich auch ein bisschen positiver nochmal an die Sache ran. Ja, wir hatten ja jetzt die Nationalmannschaftspause dazwischen und waren auch froh, dass wir das Spiel vor der Pause gewinnen konnten, sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen und ja, wie gesagt, sind jetzt optimistisch in die neue Trainingswoche oder in die neuen Aufgaben, die die nächsten Wochen anstehen, gestartet. Wie sieht es im Kader aus? Haben sich die Verletztenlisten ein wenig gelichtet oder wie schaut es aus? Ja, das war gut. Durch die Pause konnten wir so kleine Wehwehchen so ein bisschen auskurieren. Nur jetzt diejenigen, die jetzt ein bisschen länger ausfallen, wie Julian Sauer, der wird am Wochenende noch nicht dabei sein. Siegler ist dabei? Ja, das weiß ich schon. Sonst ist aber im Kader alles in Ordnung. Und gerade gegen Lübeck ist natürlich eines der weitesten Fahrten. Aber ihr übernachtet also nicht, fahrt erst morgen früh. Das ist auch Corona-bedingt, dass man da noch nicht zusätzliche Risiken eingehen möchte. Ja, leider ja. Ist für uns natürlich gerade sportlich schon eine enorme Herausforderung, 10 Stunden da in so einem Bus zu sitzen oder 10 Stunden unterwegs zu sein, 8 Stunden im Bus zu sitzen und dann Handball zu spielen, aber das ist so, das müssen wir annehmen und müssen irgendwie schaffen, damit umzugehen. Aber natürlich eine hohe Belastung für die Jungs. Euer Torwart, er kommt aus Lübeck, für ihn wahrscheinlich auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, ich denke, Marino werde ich die Woche nicht motivieren müssen. Das wird er von ganz alleine hochmotiviert sein. Und ist natürlich immer gut. Ich meine, die Schützen kennen ihn, aber er kennt die Schützen und das hat uns auch schon in der Trainingswoche so ein bisschen geholfen, das ein oder andere vorzubereiten. Das passt. Ja, das stimmt. Definitiv ist das eine ganz besondere Herausforderung. Diese Situation gegen einen Ex-Verein auf dem Niveau zu spielen, hatte ich noch nicht bisher. Insofern wird das was ganz Neues für mich, aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ja, in den letzten Spielen hat man von dir, sag ich mal, sehr gute Leistungen gesehen. Trainer und Fans und alle waren da sicherlich mit zufrieden. Und gilt es da jetzt vielleicht in Lübeck dann nochmal eine Schippe draufzulegen oder was hast du dir vorgenommen speziell? Ja, das wäre natürlich schön. Also erstmal möchte ich an dem Niveau natürlich anknüpfen an der Leistung, die ich bisher zeigen konnte. Und natürlich will ich dann noch einen drauflegen, gerade wenn ich die Jungs, den Großteil davon natürlich noch kenne. Dass man das für sich natürlich nutzen kann jetzt hier als Rimpara und nicht mehr als Lübecker, denn gegen die Lübecker entsprechend gut zu parieren, das ist auf jeden Fall das, was ich vorhabe. Ja, mit den Wölfen kommst du zu einem absoluten Mitfavoriten in der zweiten Bundesliga. Wie schätzt du die Mannschaft in diesem Jahr ein und glaubst du, dass die Wölfe es schaffen könnten, die Hürde zu knacken? Die Hürde Lübeck, ja, das denke ich schon. Lübeck ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Das war sie über Jahre lang, auch als ich da war und bevor ich da schon gespielt habe. Das war immer eine heimstarke Mannschaft. Insofern ist es also, wird es auf jeden Fall ein sehr enges Ding. Es wird schwierig, da Punkte mitzunehmen, aber ich bin guter Dinge, dass wenn wir in der Leistung wie gegen Emstetten und so fort, gegen Hamm und so weiter anknüpfen können, dass wir da auch was Zählbares mitnehmen können. Lübeck ist natürlich immer eine Mannschaft, die an sich ins obere Drittel gehört, die immer so ein bisschen auch mit zum Favoritenkreis zählt. Wie schätzt du die Mannschaft in diesem Jahr ein? Ja, gehört mehr denn je zum Favoritenkreis. Sie haben sich unheimlich verstärkt, haben den MVP der letzten Saison verpflichtet mit Innsbruck und haben mit Löwström einen sehr, sehr starken Kreisläufer dazu bekommen, haben noch einen Schweden auf halb links geholt. Also ganz viel Qualität dazugekommen zu einer starken Mannschaft. Und ja, zeigt ja auch den Trend der letzten Wochen. Die letzten 3 Spiele haben wir gewonnen. Und ja, ich glaube, sie sehen sich selber auch ganz, ganz weit vorne, spielen zu Hause. Also die Favoritenrolle am Wochenende liegt schon bei Schwartau. Aber ich habe es jetzt auch schon 1-2 Mal gesagt, wir fahren da nicht 8-9 Stunden hin, um irgendwie Punkte zu verschenken. Wir wollen da schon was Zählbares mitnehmen. Spaß beim Handball. Mit Distelhäuser alkoholfrei. Und zu Hause wartet das Neue. Distelhell. Hellauf begeistert.